Bonjour, monsieur l'homme. Qu'y a-t-il pour votre service? Tu dis, je pense qu'il y a chance. Tu te rêves si nous français. Eh bien, voilà, on voudrait quelques renseignements pour conduire. Si de Nevorschins verreise, en vacances. Jo, das hat sich jetzt aber schnell geworden. C'est tout à fait naturel. Wenn Sie verreisen, Büro komme ich sicher nicht für ein paar Schöne zu kaufen. Also hat sich jetzt auch ein Schöne durch den Mechanik. Da sind wir nämlich hingedeckt. Toi, Arthur, wir kommen, weil ihr de Vacances. Oh, nun nehmen Sie gerade mal in den Platz. Ich habe noch einen Client und einen Telefonnement de Retour. Excusez-moi, je viens tout de suite. Ah. Ja, sieh, die Vacances, die fangen schon gut an. Da musst du schon warten, ich darf überfuhr. Gehst? Jetzt brodelt doch nicht schon wieder im Voraus. Sie hat ja gesagt, elle revient tout de suite. Jo, freu mich überhaupt, was wir auf, warum das wir auf Arschhaus dem Maja stehen. Endlich wissen will, was wir in der Vakanz machen. Aber was werden wir machen? Eine Ferien natürlich. Die Antwort hat mir eben die anderen Kinder gegeben. Wo wir alle gehen, will ich wissen. Du weißt schon nicht, was du willst. Wir hätten aber jetzt schon etwas gefunden. He? Und ich habe erst in 6 Wochen Vakanz. Ja, und wo gehen wir ohne in 6 Wochen? Das ist die Frage. Da müssen wir mal drüber reden. Drüber reden. Bis du dich für Ebs entschließt, ist alles Heilige. Ja, ich weiß wie alle. Aber du bist mir gefallen, da gewinnt du nicht an. Umgekehrt ist auch gefahren. Du willst nicht an, wie ich an Wut. Was ist das? Auf alle Fälle will ich das so. Will ich mich mal so richtig ausruhen. Oh, du rüst dich ja das ganze Jahr aus auf dem Büro. Ah, das ist aber anders, ja. Zum Beispiel, auf einem Büro kann ich mich nicht so dekontraktiert ausruhen, wenn man nicht sicher ist, ob nicht einer kommt, wo der Ebs es schaffen gibt. Ja, meinst du, eine Hausfrau muss nicht auch das ganze Jahr arbeiten? Ja, das kannst du nicht vergleichen. Zum Beispiel, wenn mein Chef von mir etwas verlangt, dann muss ich es machen. D'accord, ich mache es vielleicht langsam, nicht? Aber morgen muss ich es. Und du Tag, du kannst morgen wieder, was du willst. Und wenn ich immer nicht sage, dann heißt es, Arthur, du pappelst wieder da. Und das kann ich meinem Chef nicht sagen. Es ist traurig genug, dass du noch nicht selber Chef bist. Aber du kannst dich nicht durchsetzen. Oh, das ist ein Mäus. Ich muss mir nichts mehr ausreden. Und ins Gebirge gehen wir und passen. Nein, mein Lieber, ans Meer gehen wir. Ich habe gerade so gut Vakanz wie du. In dem Reisebüro werden sie schon etwas finden, wo wir ohne kennen. Et voilà. Je suis à vous. Also, was machen wir jetzt miteinander? Ja, was heißt du miteinander? Wir machen Vakanz, aber Sie machen, das ist Ihre Sache. Haben Sie schon etwas Bestimmtes vorgesehen? Wo gehen Sie hin? Ja, wenn wir das wissen, werden wir schließlich nicht zu Ihnen kommen. Was schlagen Sie uns vor? Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Wollen Sie vielleicht eine Erholungsreise machen? Oh, ja, das stelle ich schon. Aber meine Frau, die will auch mit. Ja, wollen Sie lieber allein reisen oder mit einer Gesellschaft? Also ich werde am liebsten allein gehen. Meiner Mann meint natürlich allein mit mir. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Gesellschaftsreise und einer Einzelreise? Das ist ganz einfach. Bei einer Gesellschaftsreise reisen viele Einzelne in Gesellschaft. Und bei einer Einzelreise ist man eine Gesellschaft für sich allein. Da hätte ich jetzt, das wäre interessant, 2 Wochen in Italien in Katholika. Nein, da kennen wir nicht ohne nach Katholika. Wir sind alle 2 evangelisch. Dann mache ich noch einen anderen Vorschlag. Okay, also, wenn Sie nicht auf den Preis lösen, dann hätte ich da eine ganz gute Angelegenheit.
eine zwölftägige Schiffsreise. Was? Mit einem Schiff? Auf dem Wasser? Ja, ja, auf dem Wasser. Ein Schiff wird logischerweise alle Weile auf dem Wasser. Ja, das vertrat es nicht. Wir sind ja, es ist ja frei, ist ja schon seekrank geworden, wenn wir nur auf dem Orangerie-Seeschiff gefahren sind. Das können Sie doch gar nicht miteinander vergleichen. Oh, Löse, das sind ganz große Schiffe. Da spüren Sie nichts. Ja, ich glaube, auf einem großen Schiff hätte es mir nichts machen. Und du ist mir 12 Tage bloß auf dem Wasser? Nein. Da sind extra Eskader verschiedene, die sie an Land gehen, zum Beispiel Sizilien, Kreta, Chypre, Griechenland, Israel, Ägypten. Auf so einem Mittelmeerreis kommt sie allerdings auf eben 2000 Euro pro Person. Aber das Beste vom Besten. Hm. Wie? Was? 2000 Euro? Aber die sind alle halt Kohle, hä? Und ich auch schon die Reise organisieren? Ja, das ist eine Reise exklusiv für Elsass-Lothringen. Ums Gottes Willen, auch noch mit Lothringen und noch 12 Teile. Nein, wenn Lothringen dabei sind, das ist nichts für uns. Das ist ja Lothringen. Und wenn wir die von meinem schon sehen, dann geht uns schon der Blödruck in die Hände. Mehrzahl davon sind Elsässer, fast 3/4. Und das sind alle Straßburger in Aviron? Nein, das ist halb und halb Unterländer und Oberländer. Was? Oberländer sind auch noch dabei? Nein, merci. Ich habe eine Cousin, wie Oberländer ist. Die wissen und kennen doch alles besser wie unser Hans. Mit denen vertrauen wir uns nicht. Ja. Da ist halt böse Mehl an den Knöpfeln, wenn sie sich mit anderen nicht vertrauen. Da ist es besser, sie reisen allein. Oder dann nehme ich an, dass sie auch nicht mit der Gesellschaft diesem Italien reisen würden. Ich hätte da ein Ding, Croisière des Bretons de Paris. Ums Himmels Willen, aber alles das ist nicht. Die Brüder, aber die kenne ich von früher, von meiner Soldatenzeit her. Die haben genau dieselbe Dickschädel wie wir Elsässer auch. Oder wenn sie noch von Paris kommen, dann also wäre es aber noch schlimmer sein. Na ja, wie eben schon gesagt, wenn sie sich mit anderen Leuten nicht vertragen, nur wenn sie schon allein reisen. Mir ist die Hauptsache irgends ans Meer. Ja. Wo natürlich gebeten bist, hä? Am liebsten in der Nähe von der Stadt, wo bis Leben ist. Geschäfte, Theater, Cinema, als man Abwechslung hat. Ja, sonst ist nichts mehr an Anspruch, ne? Weil ich noch gebeten bin. Wo das Leben? Oder sie irgendwo sagen, wo man baden kann oder wo man klettern kann? Nein, baden? Ja, wir kommen da nicht zu Ehe aufs Reisebüro für zu baden. Baden können wir dann. Nein, die Mutter meint durch eine Plage am Meer. Ja, eine Kondition, dass Bären dabei sind, dass man ein bisschen Tierle machen kann. Tür und Tierle machen, wo wir das letzte Jahr in Sabresing sind, hätte er nicht einmal nicht auf den Obach gewählt. Ah, das ist schade. Also da haben sie eben so Feld. Und wenn sie da oben sind, haben sie eine wunderbare Aussicht und sehen, wie schön das Schlädel da unten liegt. Das ist doch Blödsinn. Wenn doch die Städte doch so schön da unten liegt, an der Brüste ist nicht zuerst auf der Geisen. An der kann ich nicht runterbleiben. Ja, ich halt da bestimmt selbst mit Bären und Wasser dabei. Na, wo das Beste sind, sie machen Camping. Da können Sie sich einen Platz aussuchen, wo Bären und Wasser sind. Nein, das mit dem Camping haben wir einmal gemacht, aber nicht mehr. Vor 2 Jahren hat mein Mann die geniale Idee gehabt, mich an der Hand aber wehr zu schleifen. Ja, jetzt aber langsam. Denn die Idee, die ist gar nicht so schlecht gewesen. Allerdings, ich habe ja nicht gewusst, dass noch 500 andere dieselbe Idee gehabt haben wie ich. Nicht? Mir
mystisch vorkommen wie immer her, ich fessel in dem Camping. Wenn man einen Schritt noch rechts oder noch links gemacht hat, ist man im Nachbar auf den Füßen getappt. Also bon, auch kein Camping. Ja, wie soll ich sie dann beraten, wenn sie nicht wissen, was sie wollen? Oh, pardon, Madame. Wir wissen, was wir wollen. Ja, ja, ich hab verstanden. Sie kennen nicht da an, was sie an den Mästen wollen, jetzt von Ihnen Erik Sanderson will. Nur das Beste, sie machen getrennte Ferien. Nun kann ich jetzt angehen, was will, nicht? Ja, das geht leider auch nicht und kommt auch gar nicht in Frühe. Ich kann meinen Mann nicht allein lassen. Er hat kein Gedächtnis mehr. Ja, ein richtiges Gedächtnis. Und wie? Wenn er kommt, 2 Minuten allein fortgeht, hat er schon vergessen, dass er Kirot ist. Sie werden verstehen, was ich meine. Ja, ja, typische Männerkrankheit, gell? Aber so kommen wir am Kennend. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mir vorschlagen soll. Hör einmal da, ich hab da den Eindruck, dass Ihr Reisebüro nicht viel mehr weiß wie mir. Und Sie machen Sie auch Ferien dieses Jahr? Ja, ich hab's einmal vor. Wenn ich nicht vorher einen Nervenzusammenbruch kriege. Aha, und wissen Sie schon, wie Sie angehen? Ja, ja, das weiß ich jetzt ganz genau. In dem Zustand, wo Sie mich jetzt nicht gebraucht haben, gehe ich heim und natürlich meiner Schwermama Arsenik in den Kaffee, für sie zu vergiften. Was? Ja, und dann stelle ich mich der Polizei. Und die sperren mich dann in wegen vorsätzlichen Mord und stecken mich in Einzelhaft. Und dann bin ich sicher, dass ich meine Ruhe habe. Wieso das? Weil ich sie 2 Tage nicht antreffe. Und jetzt adieu et bonne vacances. Hast du das jetzt gehört? Hallo? Ja, die hat ja auch ein paar Sprossen da am Lug im Oberstäbel. Ja, oder? Das ist, was ich Voyage organisieren nenne. Komm, so schön, jetzt gehen wir ab. Albert Finding, Marlies Götz, Alfred Dibou, Riesel Erling, Charles Schott et Jacques Stengel. Merci pour cette équipe de notre section théâtre. Merci.